Ja, willkommen. Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute zur Sicherheit mal gegen einen nicht so starken. Ich hoffe mal, ich muss nicht 100 Jahre auf den Zug warten hier. Jetzt über Arena. Gerade als ich zuerst gestartet hatte, da sah das ja nicht genauso aus. Über den Emulator selbst, aber dann wurden die Züge nicht übertragen. Ich glaube, das Fährste, was ist denn den Fährste? Ist natürlich den Rechner erst aus dem Buch rauszukicken. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, was er jetzt zieht. D5. Ich dachte, er zieht E6 oder sowas, wo D4 wieder in die Zukunftsstellung reinkommt. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich ehrlich sagen. Das sieht aus wie ein Skandinavier, der verunglückt ist. Er muss schon Dame D8 spielen, um in die Dame D8 Skandinavier zu kommen. Dame D6. Er freut mich aufs Wärmste. Dann ziehen wir gleich das von dem Läufer noch aus. Zehnfach beschleunigt, während der Blubbermotor des Jahres vorbeifährt. Läufer F4. Ja, er wird mit der Dame nehmen, weil wenn ich da nehme, nimmt er weiter. Ich mache das trotzdem. Ich muss da natürlich zurücknehmen, weil ich kann da nicht mit dem Läufer nehmen oder so. Der Läufer hängt ja dann. Also gehen würde, Dame schlägt F4, Springer schlägt, Läufer schlägt E5. Ich ziehe mal hier zurück. Ich hoffe mal, dass die Festung irgendwann was bringt. Ich liebäugel ja so ein bisschen mit Springer B5. Springer F6. Okay. Ich lasse mir mal H3 schenken. Ist für Springer H5 irgendwann mal auch ganz gut, dann der Läufer nach H2 kann. Das wäre mal interessant zu sehen, den Chessmaster auf dem Super Nintendo, also der Chessmaster, gegen so ältere Systeme spielen zu lassen. Inwieweit man das einschätzen kann, wie gut oder schlecht das ist. Teilweise wurde das ja, das kommt ja schon beinahe vor wie eine Ausrede, dann wurden die Programme teilweise schwächer gemacht, so nach dem Motto, ja, die Leute, für die das halt hier ist, immer trotzdem F4. Dann ruhig E5 schlägt. Vielleicht bringt es das ja irgendwann mal was hier im Achnischen mit Läufer. Dame E6. Oh, ich kann jetzt hier noch einen Gratiszug kriegen, indem ich den Springer ranziehe. Und dann drohe ich einfach die Fork. Hier, der kann da ruhig hier nehmen mit dem Läufer, ist mir vollkommen egal. Ich gebe die Fork und nehme die Dame, dann gibt es da keine Abzüge. Wohin überhaupt die Abzüge? Okay, das hat der Fantastico gezogen. Schach. Ich nehme die Qualität, die reicht mir. Ich bin bescheiden. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man. Und ich mache mal G4, dann lasse ich ihm auch noch schenken. Der Läufer G2 ist dann auch geschenkt. So, zur Entspannung mache ich. Ich habe ja geschrieben, eine gegen jeden. Da kann ich einfach auch mal hier gegen ihn eine spielen. Ich mache lieber Läufer G3, sonst kommt hier irgendwann Springer D5. Ich wollte ihn nicht nehmen für einen Doppelbauern. Ich hätte natürlich auch nehmen können. Ich habe hier ein bisschen Material mehr. Interessant ist übrigens, dass er auf diesem Brett hier gar nichts macht. Das findet alles auf dem Brett statt. Sieh mal Turm F1. Wenn der Springer ziehen muss, dann tausche ich den Turm weg. Eigentlich muss ich nur noch alles tauschen. Das war, ich weiß auch nicht, was er gerechnet hat hier, wenn er überhaupt was gerechnet hat. Ich bin mir da nicht so sicher hier. Springer schlägt Fragezeichen, nehme ich einfach weg. Es droht ja das Matt. Deswegen war dieser, na, war das ein Tausch oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe schon wieder auf ADS gestellt hier. Irgendwann ist die Partie aber so schlecht, da stellt sich das Gehirn automatisch ab. Von wann ist er eigentlich? Das sind doch diese Systeme am Anfang. Meine Güte, was ist das denn? Ganz am Anfang, als die Systeme rauskamen, da war das alles natürlich sehr teuer, die ganzen Komponenten, die verbaut wurden. Deswegen hatten die natürlich auch wenig auf der Brust. Wieso setze ich nicht einfach matt? Ende. Da hatte das Chess-System MK2 keine Lust mehr. Das war die Partie des Tages heute. Was soll ich da groß zu sagen? Ja, so war der Anfang von diesen Schachcomputern. Der Anfang war halt schwer. Ich weiß nicht, wann die rauskamen.
vielleicht 76, wann kam ich der erste Schachcomputer raus? 76, 75, irgendwie so 76 um den Dreh rum. Ich glaube, die kannten teilweise noch nicht mal die kompletten Regeln. Die wussten am Anfang noch nicht mal die Rochade oder En Passant oder sowas, konnten die am Anfang gar nicht. Die waren auch ohne Eröffnungsbibliothek. Und dann später wurden die halt immer stärker, bis zur heutigen Zeit, wo keiner eine wirkliche Chance gegen die hat. Ich frage mich, wenn sich so ein starker Großmeister so auf ein System, einen Wettkampf gegen einen Computer, so darauf vorbereiten würde, mit Hilfe eines anderen Computers, dass er quasi so spielt, wie es direkt diesem Gerät nicht liegt. Ob das dann mal was werden würde, ob da quasi Eröffnungen gespielt werden würden, wo man dann genau weiß, da spielt das System schlecht gegen und dann haut man den weg aus der Latsche, ich weiß es nicht, vermutlich nicht. Sie spielen wie Gott oder wie auch immer. So, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Aber man sieht es auch immer, bei den Schachcomputern, da sieht man das ja auch immer. Das heißt, wenn man meinetwegen den Almeria, ich mag den Almeria nicht, der stürzt ab, da mag ich den nicht. Sagen wir mal den Porterus gegen den MM4 spielen lässt, meinetwegen. Oder MM4 war auch eigentlich auch nicht so schlecht. Gegen den MM1 spielen lässt, dann sieht der MM1 natürlich aus wie der spielt natürlich auch nicht gut. Aber der wird dann natürlich mit dem Schlitten fahren. Ebenso gut, wenn man jetzt den gegen Fritz spielen lassen würde, Fritz 14 oder so, dann würde das natürlich wieder aussehen, als würde der Porthos wieder schlecht spielen. Man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt und ich rede nur so viel, wie das Video es zulässt. Ich bedanke mich und verabschiede mich fürs bis zum nächsten Mal und bedanke mich fürs Ansehen des Videos. Gebt doch mal einen Daumen hoch und abonniert und was weiß ich, was die, bis die Hölle einfriert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.